Action, Action. Boah. Hallo? Mein Gott, Jody! Alter. Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Tja, so ist das. Das ist zwar ein Albtraum. Also, Existenzen, Lehrling. So. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Existenzen besiegt. Cole aufgewacht, weckt. Das hat ja, denke ich, jeder gemacht. Was will er denn jetzt? Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Hau einfach ab. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Ja, ja. Nee. Wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Findest doch nur du. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Ist die eine Minute, Philipp. Wichser. Das reicht. Los, komm. Nein. Wenn er ein Arschloch ist... Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Super. Allein. Vergebung. Jodys Vater unversehrt gelassen. Mehr als die Hälfte hat mit dem Wichser angegriffen. Ja, eigentlich schon, aber... Hier wollen wir nicht so sein. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na geh schon. Na komm, wir gehen. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird mir gefallen.
Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Es will auch jeder haben, so ein Buch. Aber naja. Jeder will. Also ich hätte es gern, weil das sehr selten ist. Und irgendwann auch mal viel Geld, aber... Diese Grafik sieht schon toll aus. Kann man mal hier so reinschliwinern? Ja, hier kann ich, denke ich, mal gleich die Klingel bedienen. Ey, kann ich nicht lauschen? Anscheinend nicht. Wollen wir mal. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Kirsten. Oder Zeit, dass sie verschwindet. Wollen wir mal. Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Ja, machen wir das doch mal. So, das ist doch die Anlage, richtig? Disco? Country, komm. Na komm, wir lassen Disco. Passt schon. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Na dann. Schauen wir uns hier mal um. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Was hat sie denn da? Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, gib mal ein Bierchen. Ja. Zack. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar, trinkst du gerne Bier. Ach ja, das war's aber auch. So, alle hier verteilt. Wird es noch ein Bier nehmen? Hat. Komm. Nein, komm. Wer ist denn da am Husten? Zack, passt schon. Er ist hier am Tanzen oder was? Tanzen? Komm, wir tanzen mal. Rechts. Links. Yeah. Der war nicht gut. Zu schnell. Hoch. Runter. Links. Wie? Mache ich das zu langsam oder? Oh, wow. Das reicht aber jetzt. Genug getanzt. So. Was haben wir denn hier?
Willst du mal? Ablehnen. Nein, danke. Was ist ein Kiffen, Alter? Ich dachte, Kippe. Und er gibt sich hier voll den Johnny, Alter. Ist er drauf. Hier gibt's gar nichts. Können wir irgendwas mit Eiden machen? Ja, auch nicht viel, wie es ausschaut. Alle hier am Tanzen. Setz mich mal hier hin. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ne, Brian. Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Kontaktfreudig. Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Reservieren, komm mal. Nett. Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Wahrheit, Lüge. Komm. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Ich mach gern Kindern Angst. Kontaktfreudig. Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ausweichend. Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Nein. Oder so. Nein, ist okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Mach, komm. Gern. Selber, ja. War ja ganz nett. Tanzen wir mal. Die alle gucken. So. Das haben wir auch. Das auch. Das auch. Weißt du, bestimmt hast du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Weiß ich, danke. Ironisch, distanziert, gegenseitig, distanziert. Danke. Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Du hast was wirklich Besonderes an dir. Distanziert. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Na, ja, genau das ist es. Hände weg. Weggehen. Was küssen, hallo? Kenn uns gar nicht. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Leute, Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Hallo? Ablehnen. Keine Kräfte. Akzeptieren. Keine Kräfte? Hallo? Was nein, für Kräfte? Nein. Ich kann nichts Besonderes.